Schönen guten Abend. Wir haben Eigenschaften der Dienste gesehen und haben gesagt, es hängt vom eingesetzten Transportprotokoll ab. Es gibt dann noch eine sehr interessante Eigenschaft, und zwar etwas, was mit der Adressierung dann zusammenhängt. Und je nach Adressierung kann man verschiedene Kommunikationsformen erzeugen. Gell? Und diese Kommunikationsformen und ihre Adressierungen, die sind nicht für alle IP-Protokolle, gell, dann auch für alle Netzwerkprotokolle hier im Network Layer möglich, gell, die hängen dann auch oft davon ab, ob wir IPv4 oder IPv6 einsetzen, gell. Also IPv4, der Klassiker, gell, also ungefähr 40 Jahre alt, und IPv6, gell, also um einiges jünger, gell, aber auch inzwischen über 25 Jahre alt. Tut sich immer noch etwas schwer, sich in unserem Bewusstsein eben auch durchzusetzen. Gell? Ja, und jetzt schauen wir mal, was das damit zu tun hat, was wir kommunizieren können und wie wir kommunizieren können und wie wir schlussendlich dann auch adressieren können. Und da schauen wir mal. Also das erste ist Unicast. Gell? Unicast heißt, wenn wir von einem Absender zu einem Empfänger etwas schicken können. Das ist eine Beziehung 1 zu 1. Gell? Also einer sendet, einer empfängt. Gell? Die zwei, die mögen sich, gell? Die sprechen zueinander. Gell? Also das ist Unicast. Gell? Dann gibt es dieses Unicast, das wird sehr, sehr häufig eingesetzt, und das ist das, was man denkt, das ist ja normal. Es gibt nur das. Gell? Also Pakete im Netz müssen dorthin, wo man sie abliefern muss. Gell? Also der Briefträger kann die Post auch nicht irgendwo liegen lassen. Gell? Kann nicht sagen, ah nein, heute hat es geschneit, habe ich die Post da, ja, ist da liegen gelassen. Gell? Da ist man nicht zufrieden. Gell? Also das muss, also der Briefträger muss dafür sorgen, dass die Pakete beim Empfänger ankommen. Dann gibt es eine weitere Form, und zwar das Broadcast. Broadcast bedeutet, dass wir eine Adressierung haben, die von einem Sender startet und alle Netzgeräte in einem Netz, also in der Umgebung, also im LAN, erreicht. Gell? Eins zu alle. Jetzt ist das, zwar klingt es ein bisschen komisch, aber zum Beispiel stellt sich vor, ein PC startet und verlangt also im Netz nach seiner Konfiguration. Und da muss er DHCP abarbeiten. Und dieses DHCP, das ist ein Klassiker, gell, weil jeder Rechner schon beim Hochfahren das macht. Gell. Da muss man im Netz fragen, ja, wer bin ich überhaupt? Gell? Weiß er vielleicht nicht selber. Gell? Also schickt er hinaus, Hilfe, wer bin ich? Gell? Und das ist eine Broadcast-Meldung. Und wer wird sich melden? Gell? Der Webserver nicht, Webserver sagt, was willst du, gell? Nee, gell? Und der File-Server, meldet sich der File-Server, sagt, nee, ich auch nicht, gell? Nein, es meldet sich der DHCP-Server, gell? Und wo der DHCP-Server jetzt läuft, ob das ein eigener Server ist oder der Dienst auf einem Server, gell? Oder zu Hause haben wir den DHCP-Server häufig auf dem Router, auf dem ADSL-Router drauf implementiert, gell? Okay? Der vergibt Adressen. Und wenn die Rechner eben schreien, so ganz hilflos, Hilfe, wer bin ich, gell, antwortet der DHCP-Server und sagt es ihnen dann, gell. Ja, während Unicast eine 1-zu-1-Kommunikation herstellt, gell, kann Broadcast eine 1-zu-viele herstellen, gell, beziehungsweise 1-zu-alle, gell. Ob dann alle antworten, ist eine andere Frage, gell, aber die Kommunikation ist 1-zu-alle, die ich erreiche, alle müssen zuhören, gell. Ja, dann etwas weiteres, das ist dieses Anycast, gell. Dieses Anycast ist eigentlich, ja, für viele recht unbekannt, und zwar dieses Anycast bedeutet, dass wir im Netz Rechner haben mit gleicher Adresse. Und ja, das klingt jetzt so komisch, gell, aber stellt euch mal vor, wir haben Rechner mit gleicher Adresse, die gleiche Dienste anbieten, und je nachdem, wo wir sind, erreichen wir den nächsten. Und das mag schon Sinn machen. Weil stellt euch mal vor, gell, also da gibt es so Dienste wie zum Beispiel
Ja, Google, gell, Google hat viele Server, gell, und Google hat viele Anfragen. Warum sollte Google nicht einfach hergehen und zum Beispiel einen Europa-Server aufstellen, gell? Und wenn dann Anfragen aus Europa kämen, wer soll denn antworten? Der amerikanische Server oder der europäische Server, gell? Und da antwortet der, der schneller ist, gell? Und es wird dann hoffentlich der europäische Server sein. Das ist die Idee von Anycast, gell? Und dort ja, antwortet eben der, der am schnellsten antworten kann, gell? Und das da, wer bestimmt denn das? Das können die Router dann bestimmen im Netz, gell? Also die Router müssen da mitmachen, gell? Ja, und dann gibt es etwas, das ist, gibt es schon länger, gell? Das ist das Multicast. Und Multicast ist eine Kommunikation 1 zu N, gell? Nicht wie Broadcast 1 zu alle, sondern 1 zu einer bestimmten Zahlenanzahl, 1 zu n. Und ja, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, gell? Aber das hat schon so seinen Zweck. Und zwar stellt euch mal vor, wir haben in der Schule den Bedarf, die Installationen neu aufzuziehen. Das heißt also, die Pakete, gell, diese Images der Festplatten neu auf die Festplatten zu übertragen. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist nicht ein Rechner, sondern das sind viele, gell? Und wenn wir jetzt definieren, okay, das Labor 2.22 machen wir jetzt alle zugleich, alle rauf, gell? Alle Images werden dann auf die Festplatten, der Rechner auf 2.22 geschrieben. Wenn wir das mit Unicast machen, das heißt, jede Platte bekommt für sich dann das Image, dann kostet es eben so 25 mal das Image, gell? Es kann doch schon viel sein, gell? Stellt euch mal vor, wir hätten eine Kommunikation, wo wir Multicast arbeiten könnten, wo wir dann sagen können, okay, ihr schickt uns raus und alle holen sich 1 zu n. Und das ist Multicast, gell? Multicast ist nicht ganz einfach, da müssen die Switch dann auch mitarbeiten, also die Infrastruktur des Netzes, gell? Dann ist das da auch möglich. Und dann gibt es noch was ganz Cooles, es gibt Geocast, gell? Ja, Geocast, wenn man also die ja, alle Adressen einer bestimmten Geografie da meint oder so, gell? Ist so ganz so coole Idee, gell? Ist eben auch IPv6 dann, gell? Während Multicast, Broadcast und Unicast eigentlich eine alte Geschichte sind, gell? Sind eben dieses Anycast und dieses Geocast dann etwas, was im IPv6 dann implementiert ist, gell? Wie viel das dann eingesetzt wird, ist dann eine andere Frage. Dankeschön.